So Leute, da sind wir mit Ordner Nummer 3. Also, wir gehen weiter in unserer Sammlung. Diesmal ist Vogel dran. Also, mein Bruder, meine beiden Ordner habt ihr gesehen. Ich habe euch gesagt, nach meinen beiden Ordnern kommen die Ordner von Vogel. Das ist heute der erste. Ich würde sagen, für alle diejenigen unter euch, die das Thema Sammelkarten, die Premiumkarten, Fußball, Rookie, Talente und all das Thema interessiert, die sind bestens aufgehoben in unserer Facebook-Gruppe. Da sind mittlerweile 300 Leute drin. Da wird sich stetig unterhalten. Da ist richtig Action. Und ab 2021 folgen da auch hoffentlich, toi, 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 dicke, geile Box-Breaks. Also ihr seid da genau richtig. Wer da gerne mal vorbeischauen will, ihr bekommt den Facebook-Link für die Gruppe unten eingeblendet. Schaut gerne mal rein. Wir würden uns natürlich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Ich habe keinen Plan, was Vogel hier drin hat. Alles, was ich sehe, ist, dass das Licht zu hell scheint. Also nehmen wir es raus. So, die Maus knall ich mal hier hin. Also, Vogel startet in seiner Mappe mit Giorena. Da gibt es die Youngest American in UEFA Champions League History Tops Now Karte und dann kommen einige der Tops, was war das? Curated Set Giorena Karten. Ich glaube, die stehen mittlerweile irgendwie bei 20, 25 Euro. Also ziemlich geil. Ich zähle hier 7. Dann kommen nochmal 9, sind 16 Stück. Ich denke, da kann man nichts mit falsch machen. Da kommt noch eine. Was hat Vogel noch? Vogel hat hier noch die Rookie Card aus Tops on Demand, die Living Set Karte von ihm, natürlich die Champions League 2021, noch eine Living Set, der Rookie Sticker aus der Top Sticker Serie, aus der Champions League Serie noch die Rising Star, aus der Wildcard hin definitiv auch zu empfehlen. Dann gab es ja in dieser Saison bei Tops Now schon zwei: einmal die erstes BVB Bundesliga Tor 2021 und erster 17-Jähriger mit 3 Assists in einem Bundesligaspiel. Also da kommt schon was zusammen. Darüber hinaus geht es dann weiter mit den Tops Now aus dieser Saison. Hier kommen nochmal Curated Set, nochmal Curated Set. Also da ist schon was los. Dann, so wie bei mir, Konzentration auf die jungen Spieler. João Felix hier zum Beispiel, Living Set, Tops Crystal, Match Attacks 101, alten FIFA 365. Das dürften die vom letzten Jahr sein. Impact Signing, genau, als er neu verpflichtet wurde. FIFA 365 2020 ist das also. Dann Dr. Marcus Rashford. Ne, nochmal zwei João Felix. João Felix 365 Sticker. Dann Marcus Rashford. Davon allerdings nur 1, 2, 3, 4 verschiedene Sticker. Standard World Cup, Orangener World Cup, Blue World Cup, Swiss Edition World Cup und die 365 Adrenalin Serie. Oder ist das Adrenalin Premier League? Könnte auch Adrenalin Premier League sein. Phil Foden zuletzt geglänzt mit Toren für die Three Lions. Doppelpack. Donruss, ich glaube aber die aus der Chronicles müsste das sein. Ja, das ist die aus der Donruss Soccer Rated Rookie. Das ist die Chronicles 1920 Donruss Edition. Dann natürlich 365, alles was dazugehört. Premier League Diamond Karte. Die Sticker und so weiter. Von Timo Werner, da geht es dann weiter. Hat er eine Optik, die Donruss Base, hier ist noch eine Optik. Dann die True Rookie Bundesliga Chrome 2013-14, hier ist Bundesliga Chrome 2014-15. Einige Sticker, so die ersten Match Attacks Karten, die es von ihm gab. Im Prinzip könnte ich auch ein bisschen rauszoomen, da komme ich jetzt aber nicht dran. Dann Josh Sargent. Sargent hier Optik, Standard, Standard. Nochmal Sargent, die Bremen Newcomer Karte. Also, das sind tatsächlich die ersten Sargent Match Attacks Karten aus Match Attacks Action. Ich glaube 18, 19. Weston McKennie, aber auch nur 365. Dann Vinicius, Crystal, Donruss, Donruss, Donruss. Hier die Sticker aus. Ich weiß gar nicht. La Liga Santander. Wir hatten auch mal einen. Das ist auch eine La Liga-Karte. Wir hatten auch mal irgendwie einen aus Südamerika. Das müsste der hier sein aus der Panini Südamerika-Edition. Und dann so ein paar, ja, Legend-Sticker. David Beckham hier für England. Und dann so die
aktuellen Fußballer probiert, die ersten Sticker von klar zu machen. Also Coutinho bei Inter, Mateo Kovacic bei Dinamo Zagreb, Mohamed Salah bei Basel, Virgil van Dijk bei Celtic, Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt bei Ajax. Zweimal. Dann haben wir hier den Kubo Rookie Sticker. Wir haben hier die Kangin Lee Rookie Sticker von Valencia. Das ist der, den ihr jetzt mittlerweile in der Museum Top Serie gefunden habt. Ödegaard ist drin, Isak ist drin und hinten raus noch so ein bunter Mix aus Rookies. Rodrigo, Hattrick Hero Rising Star, Fatih Rising Star, Xerxes ist drin, Harvey Barnes ist dran, Florian Wirtz mit seinen ersten beiden Karten, Christopher Richards Debüt für den FC Bayern München, ich glaube da war er auch erst 16, Heung-Min Son Rookie Card, Szoboszlai Rookie Sticker, Fatih, Jamal Musiala aus dieser Saison, Bellingham mit seiner Torvorlage beim Bundesliga Debüt und hinten raus nochmal ein Dominik Szoboszlai. Also im Prinzip von allem was dabei, ein bisschen anders aufgebaut wie bei mir, ein bunter Mix. Ich selber habe mir den Ordner von Vogel so noch nicht angeguckt. Bin also gespannt, was es im zweiten Ordner gibt. Den schauen wir uns im nächsten Video an, Leute. Das war's dann erstmal für Ordner Nummer 3 bei uns. In dem Fall, die ersten beiden gehörten mir. Die nächsten beiden, also der und der nächste, gehören Vogel. Dann gibt es nochmal einen Gemeinschaftsordner. Und dann gehen wir an die besseren Kisten. Dann schauen wir auch nochmal zusammen, was drin ist. Das war's von diesem Video. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Ihr seid herzlich in unsere Facebook-Gruppe eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei tretet. Ansonsten bleibt mir erstmal zu sagen, macht's gut und haut da rein.